Woher kommen eigentlich gelbe Zähne? Was sind die Ursachen für gelbe Zähne? Warum haben manche Menschen gelbere Zähne und andere haben weißere Zähne? Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und all diese Fragen möchte ich in diesem Video beantworten. Aber bevor wir damit loslegen, schau gerne mal auf der Homepage www.zahncoaching.de vorbei. Ich habe nämlich ein Coaching für dich entwickelt, da lernst du alles, was du wissen musst, um gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch zu haben und alles, um Probleme mit deinen Zähnen wie Karies, Zahnfleischentzündung und Parodontitis in Zukunft vermeiden zu können, es in den Griff zu bekommen und stoppen und aufhalten zu können. Also schau gerne nach in meinem Zahncoaching www.zahncoaching.de, da bekommst du mehr Details dazu. Und dann legen wir jetzt auch mit dem Video los. Woher kommen jetzt also gelbe Zähne? Es gibt verschiedene Ursachen für die Zahnfarbe, also verschiedene Dinge beeinflussen, ob die Zähne gelber sind oder weißer sind. Es fängt zum Beispiel damit an, dass ein Großteil genetisch bedingt ist. Das, was wirklich gelb ist, ist gar nicht mal der Zahnschmelz, wie viele denken, sondern eigentlich das darunter liegende Dentin. Das Dentin ist gelb. Der Zahnschmelz als solches ist eigentlich fast schon durchsichtig. Und das, was dann durchscheint, ist das gelbe Dentin. Also die gelbe Farbe entsteht dadurch, dass der Zahnschmelz durchsichtig ist und das gelbe Dentin durchscheint. Und wie stark gelb oder eben heller das Dentin wiederum ist, das ist genetisch bedingt, so wie auch letztendlich die Haarfarbe, die Hautfarbe. Bei einigen ist das Dentin einfach gelber und bei anderen ist es eher heller. Und dann hängt es natürlich auch noch davon ab, wie dick der Zahnschmelz ist. Je dicker der Zahnschmelz, umso weniger kann das gelbe Dentin letztendlich durchscheinen. Aber auch noch weitere Faktoren, die genetisch bedingt sind, spielen eine Rolle. Zum Beispiel die Größe der Zähne und auch die Stellung der Zähne im Kiefer. Denn all das beeinflusst, wie viel Licht die Zähne reflektieren. Je mehr Licht von den Zähnen reflektiert wird, umso weißer und heller erscheinen die Zähne. Und letztendlich spielt natürlich auch der Kontrast zur Hautfarbe eine Rolle. Wenn man eher dunklere Haut hat, wirken die Zähne heller, als wenn man insgesamt ein sehr blasser Typ ist. Das sind also alles genetisch bedingte Faktoren, die die Zahnfarbe beeinflussen. Dann gibt es aber auch noch andere Faktoren, die im Laufe des Lebens dazukommen. Zum Beispiel können auch einige Medikamente die Zahnfarbe beeinflussen und die Zähne gelb machen. Es ist zum Beispiel bekannt, dass Tetracycline, also eine bestimmte Art von Antibiotikum, im Kindesalter zu Verfärbungen an den Zähnen führen. Und auch wenn die Mutter während der Schwangerschaft Tetracycline einnimmt, dann können auch die Zähne des Ungeborenen später gelb verfärbt sein. Das ist natürlich sehr ärgerlich für das Kind, wenn es eigentlich hellere Zähne hätte und aufgrund dieses Medikaments dann gelbe Zähne bekommt. Aber es ist auch schon seit vielen Jahren bekannt, dass diese Tetracycline gelbe Verfärbung an den Zähnen machen und normalerweise wird das von Kinderärzten und Ärzten allgemein berücksichtigt und deswegen werden Tetracycline bei Kindern oder bei schwangeren Frauen eigentlich auch gar nicht mehr gegeben. Früher war das ein viel größeres Problem, als man noch nicht wusste, dass die Tetracycline das verursacht. Also dass es an den Tetracyclinen liegt, dass die Zähne gelb werden. Es können aber auch noch andere Medikamente die Zähne gelb machen, die man erst später, meistens im Erwachsenen- oder älteren, höheren Alter zu sich nimmt. Zum Beispiel blutdrucksenkende Mittel oder auch Antihistaminika oder auch einige antipsychotische Mittel. Und so gibt es eben verschiedene Medikamente, die als Nebenwirkung haben, dass die Zähne davon gelb werden. Und was letztendlich auch eine weitere Ursache für gelbe Zähne sein kann, die auch im Laufe des Lebens entsteht und immer mehr wird, sind Verfärbungen an den Zähnen. Erstmal sind es oberflächliche Verfärbungen, aber diese Verfärbungen können in den Zahnschmelz eindringen und somit den Zahnschmelz dunkler und gelber verfärben. Das passiert zum Beispiel, wenn man sehr stark färbende Lebensmittel zu sich nimmt, wie Kaffee, Tee, Rotwein, wenn man raucht oder auch zum Beispiel CHX, also Chlorhexidin. Das ist ein antibakterielles Mittel, was in einigen Mundspülungen enthalten ist. Sowas macht erstmal oberflächliche Verfärbung, diese typischen braunen Verfärbungen an den Zähnen, die du vielleicht auch kennst. Und die kann man auch erstmal noch wieder entfernen, zum Beispiel bei einer professionellen Zahnreinigung. Aber wenn die zu lange auf den Zähnen verbleiben, können diese Farbpigmente auch in den Zahnschmelz eindringen. Und dann wird tatsächlich auch der Zahnschmelz gelber und dunkler. Und dann gibt es noch eine andere Art von färbenden Lebensmitteln, zum Beispiel Curry oder wenn man sehr viel gelbe Limonaden trinkt oder dunkle Beeren isst. Das macht jetzt nicht diese klassischen braunen Verfärbungen auf den Zähnen, die man so sieht als braune Flecken,
sondern da ist es eher so, dass die Zähne insgesamt mit der Zeit gelber werden können, weil sie so flächendeckend von den gelben Farbstoffen umhüllt werden sozusagen. Und das passiert nicht von jetzt auf gleich, nicht wenn man mal sowas zu sich nimmt, aber wenn man das wirklich regelmäßig zu sich nimmt, über einen längeren Zeitraum hinweg, dann kann es auch sein, dass diese gelben Farbstoffe einfach in den Zahnschmelz eindringen, ohne dass vorher diese klassischen braunen Verfärbungen auf den Zähnen gewesen sind. Insofern sollte man solche stark färbenden Lebensmittel natürlich so gut es geht meiden. Und wenn man sowas mal gegessen oder getrunken hat, dann sollte man eben dementsprechend auch eine super Mundhygiene haben und sich gründlich die Zähne putzen, auch die Zahnzwischenräume richtig reinigen, um eben möglichst zu verringern, dass diese Farbstoffe in die Zähne eindringen. Wenn man aber nun bereits gelbe Zähne hat und sie gerne heller haben möchte, also mit seiner Zahnfarbe nicht so zufrieden ist, dann kann man natürlich auch was dagegen tun, zumindest in einem gewissen Rahmen. Es gibt ja diese sogenannten Zahnweißzahnpasten, also Zahnpasten, die dir versprechen, dass du davon weiße Zähne bekommst. Das funktioniert im ersten Moment auch sehr gut. Erstmal bekommst du davon weiße Zähne. Aber das Problem ist, dass diese Zahnpasten in der Regel sehr stark abrasiv sind und sie funktionieren eben so, dass sie wie Schmirgelpapier auf den Zahn schmirgeln und dabei schmirgeln sie aber nicht nur die Verfärbungen weg, sondern letztendlich auch den Zahnschmelz. Deswegen würde ich auf jeden Fall die Finger von Zahnweißzahncremes lassen. Das gleiche gilt übrigens auch für Hausmittelchen. Sämtliche Hausmittelchen, die du so kennst, wovon die Zähne weiß werden sollen, es hat letztendlich den gleichen Effekt. Erstmal funktioniert es, erstmal werden die Zähne davon tatsächlich weiß, aber langfristig schadet es deinen Zähnen und greift den Zahnschmelz an, sodass der immer dünner wird. Und dann das professionelle Bleaching. Damit meine ich das Bleaching, was entweder direkt in der Zahnarztpraxis stattfindet oder wenn du von deinem Zahnarzt individuelle Bleaching-Schienen angefertigt bekommst, die also ganz speziell für deine Zähne passen und die bekommst du dann mit nach Hause und zu Hause, zum Beispiel über Nacht, gibst du selbst dein Bleaching-Gel da rein und bleachst dann mit diesen Schienen deine Zähne. Das ist auf jeden Fall die schonendere Variante. Bei diesem professionellen Bleaching sind keine langfristigen Schäden an den Zähnen bekannt. Die Zahnfarbe ist ja letztendlich auch ein rein ästhetischer Aspekt. Also es ist ja kein medizinischer Nachteil, wenn die Zähne jetzt gelber sind, sondern wenn es einen persönlich stört, dann ist es ja wirklich rein kosmetisch. Und da sollte man sich auch einfach überlegen, ist es einem das jetzt wert? Möchte man wirklich bleachen oder ist man einfach zufrieden mit der Zahnfarbe, wie sie ist? Am wichtigsten ist ja immer noch, dass die Zähne und das Zahnfleisch gesund sind. Das Aussehen ist in der heutigen Gesellschaft auch wichtig, aber natürlich nicht so wichtig wie die Gesundheit. Und wenn du wissen möchtest, was du für gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch tun möchtest und was du machen kannst, um keine Probleme mehr zu haben mit Karies, Zahnfleischentzündung und Parodontitis, dann schau gerne auf der Homepage www.zahncoaching.de vorbei. Ich habe nämlich ein Zahncoaching entwickelt, wo du alles lernst, was du wissen musst, um langfristig gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch zu haben, damit du in Zukunft keine Probleme mehr hast und diese ganzen Sorgen mit Karies und Zahnfleischentzündungen von gestern waren. Also schau gerne rein, mehr Details bekommst du unter www.zahncoaching.de. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie man mit Bleaching-Schienen zu Hause seine Zähne bleacht, dann schau dir dieses Video an. Und das war's jetzt auch mit diesem Video. Ich freue mich darüber, wenn du meinen Kanal abonnierst. Damit unterstützt du meinen Kanal nämlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!